Der Western. Bislang eine Domäne der amerikanischen Filmindustrie. Für eine deutsche Filmproduktion ist es aus finanziellen Gründen nicht möglich, in den USA zu drehen. Der Wilde Westen wird in die kroatische Karstlandschaft verlegt. Das Motiv war sensationell. Das waren ja die ersten 3, 4 Wochen, wo wir da oben gedreht haben, nicht in Plitvice. Das war ja sofort ein Hammer, wo wir also in Zagreb angekommen sind, dann nochmal 2 Stunden gefahren sind und dann in dieses Gebiet gekommen sind, wo ich gesagt habe, das gibt's eigentlich, das ist unwirklich. Im Plan war die Stelle, wo der Schatz verborgen ist, mit einem dunklen Kreis bezeichnet. Am anderen Ufer des Sees. Ja, und weiter? Es muss eine Höhle oder Grotte im Fels, dicht über dem Wasser sein, wo er sich befindet. Ich habe das ja damals nicht sehr ernst genommen, das ganze Unternehmen, weil Indianer spielen wollte ich in dem Alter nicht mehr. Aber ich wurde dann sofort eingebunden in diese Atmosphäre und ich merkte auf einmal, da wird etwas ernst genommen. Ich kam hier vom Theater und Wendland kam extra nach Göttingen. Am Deutschen Theater spielte ich da, war mein erstes Engagement und der kam runter und hat mir vorgeschlagen, da also mitzuspielen. Ich habe gesagt, das ist Blödsinn, ich bin jetzt ein ernsthafter Schauspieler, ich gehe doch jetzt nicht nach Jugoslawien und spiele da Karl May. Und dann ist er, glaube ich, 2-mal nach Göttingen gefahren und hat mich davon überzeugt, hat aber damals gesagt, du, ich mag das ja eigentlich auch nicht, das ist eine Idee von meinem Sohn Matze. Ich finde das aber ganz interessant, du und Winnetou und Old Shatterhand, die vergessen wir, die sind Nebenrollen. Götz George soll die Hauptrolle spielen, den jungen Haudegen Fred Engel. Doch die Filmgeschichte entwickelt sich anders. Für die Rolle des Old Shatterhand wird der Hollywood-Schauspieler Lex Barker verpflichtet. Alexander Critchlow Barker, am 8. Mai 1919 in den USA geboren, studiert auf Wunsch seines Vaters zunächst Architektur, wechselt nach dem Krieg aber schnell ins Schauspielfach. Eine erste bedeutende Rolle beschert ihm die Figur des Tarzan, durch die er dem deutschen Publikum bereits bestens vertraut ist. Als ehemalige Hollywood-Größe soll er Garant für eine internationale Vermarktung der Filme werden. Ich habe den Auftrag der Great Western, den Bahnbau durch das Gebiet der Apachen zu verhindern. Und diesen Auftrag führe ich aus. Lex Barker war also ein Typ, den ich sehr schätzte. Ich kannte ihn schon von früher und er war also nicht nur ein guter Schauspieler, sondern er war auch ein sehr, sehr männlicher Typ, ohne präpotent zu sein. Den fand mein Vater einfach toll und den hat er als den Old Shatterhand besetzt. Bloß Winnetou wurde lange gesucht. Da wussten sie nicht, da hatten sie dann so ein paar nähere Favoriten, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau war, aber die als alle, als die dann die langen Haare hatten und das Stirnband, sahen die alle irgendwie lächerlich aus. Ja. 1962. Horst Wendland entdeckt bei den Berliner Filmfestspielen den jungen französischen Schauspieler Pierre Brice. 4, 5 Mann vor mir stand einer, wo ich gesagt habe, wenn das der Winnetou ist, dann hast du ganz schlechte Karten. Weil der sah so aus, wie Winnetou halt aussehen muss. Das war der erste Punkt, wo ich sagte, oh Mann, jetzt schwimmt. Mit Pierre Brice wurde natürlich dann eine Idealbesetzung gefunden. Er ist für viele heute auch der Winnetou. Und wenn die Leute an Winnetou denken, dann denken sie nicht unbedingt an den, wie ihn Karl May beschrieben hat, den edlen Menschen mit den hochstehenden Wangenknochen, mit Klapperschlangenhaut, durchflochtenen Haaren, sondern man denkt erst an Pierre Brice. Dem großen Publikum in Deutschland ist er damals kaum bekannt. Als Pierre-Louis Le Brie wird er in der französischen Hafenstadt Brest geboren. Als junger Mann verpflichtet sich Pierre Brice bei der Marine und nimmt am Indochina-Krieg teil. 1952 quittiert er den Militärdienst, der ihm traumatische Erlebnisse beschert, und kehrt ins bürgerliche Leben zurück. Anfangs hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, verdingt sich bei einer Theatertruppe, arbeitet als Fotomodell für Anzüge und macht Werbung für Pomade und Rasierwasser. Er ist Vertreter für Schreibmaschinen und nimmt nebenbei Schauspielunterricht. 1954 spielt Brice erstmals kleinere Rollen in diversen Abenteuerfilmen. Ende der 50er Jahre zieht er nach Rom und arbeitet dort für verschiedene europäische Produktionen. Als Pierre Brice 4 Jahre später den Vertrag zu Winnetou unterschreibt, ist dem damals 33-Jährigen nicht klar, dass sich seine Karriere und sein ganzes Leben verändern wird.
Ich habe viele Filme gemacht, ungefähr 80 Filme. Aber 11 Filme in meinem Leben waren die wichtigsten. Ich war vorher ein bisschen bekannt in Frankreich, dann war ich erfolgreich in Italien. Und dann plötzlich in Deutschland sind für mich die Türen geöffnet für den großen Erfolg. Und ab diesem Moment, wo ich dieses Kostüm, Lederkostüm getragen habe, bin ich für Millionen von Zuschauern, na gut, ich mag diese Worte nicht, aber sie sagen, ich bin ein Idol geworden. Ich schäme mich, das zu sagen. Und man hat gesehen, dass sie sich sehr damit befasst, mit dieser neuen Aufgabe als Schauspieler. Er hat wunderschön ausgesehen mit seinen tollen schwarzen Haaren und mit dem Teint und war ideale Winnetou. Das hat man auch später also gesehen, dass es keine bessere Besetzung war als Pierre Brice für Winnetou. Mit der goldenen Leinwand für 3 Millionen Besucher zeichneten die deutschen Filmtheaterbesitzer den Film Winnetou 1 aus. Darüber hinaus bleibt in Essen das Phänomen zu verzeichnen, dass die Anziehungskraft des Films ungebrochen ist. Es muss nicht nur das Thema stimmen und der Film muss stimmen, sondern auch der Film muss zur richtigen Zeit sein. Ja? Und das war damals, scheinbar 63, war genau die richtige Zeit für diese Filme. Die Räume der Produktionsfirma Rialto Film in Berlin. Sie beherbergen die zahlreichen Auszeichnungen, die Horst Wendland für die Karl-May-Filme erhalten hat. Winnetou 1. Dem geschäftlich erfolgreichsten deutschen Film des Jahres 1964. Sieht man auch schon an der leichten Oxidation des Tiers, dass es sich hierbei um einen älteren Film handelt. Muss ich mal wieder putzen.